Dies wird nun nicht ganz einfach sein, denn für mich stellt das zweite Abenteuer von Tim und Struppi den absoluten Tiefpunkt in RGs Schaffen dar. Den einzigen Trost, den man an dieser Stelle beziehen kann, besteht darin, dass es von nun an nur noch aufwärts gehen wird, für eine lange, lange Zeit. Der Erfolg von Tim im Lande der Sowjets überraschte niemand so sehr wie RG selbst. Später hat er gelegentlich gesagt, dass dieses Debüt sehr hastig gezeichnet wurde, und dass er sich viel mehr Mühe gegeben hätte, wäre ihm klar gewesen, wie erfolgreich die erste Serie wird. RG wollte bereits am Anfang Tim nach Amerika schicken. Er las viel über Amerika in der Presse und war von der Vielzahl dramatischer Möglichkeiten, die sich in diesem Land einem Comichelden eröffneten, angetan. Die 20er und 30er Jahre waren geprägt von Gangstern wie Al Capone, doch da war auch der Goldrausch, der Erdölrausch, Indianer in Reservaten. Doch Abbe Vallès hatte vorerst andere Pläne für Tonton. Für ihn war es an der Zeit, dass der rasende Reporter sich in die belgischen Kolonien begab. Die nächste Station sollte Kongo werden. In der Zukunft sollte RG ein Meister von stimmungsvollen und faszinierenden Eröffnungen werden. Davon ist hier noch wenig zu merken. Tim im Kongo beginnt im Grunde genauso wie schon Tim im Lande der Sowjets. Tim begibt sich auf den Bahnhof und beginnt per Zug seine Reise. Der Umstieg auf das Passagierschiff Tisville findet statt. Von dort geht es nach Afrika. Während Tim im Lande der Sowjets mehr einer Serie aus hektischen, hasserfüllten Slapsticks bestand, wirkt die Umsetzung dieser Geschichte realistischer und vor allem detailreicher. Zwar ist es auch hier noch ein langer Weg bis zu den Meisterwerken, die da folgen sollten, doch langsam erkennen wir RGs Sinn für diverse Metaebenen. Das wird bereits im ersten Panel gleich zweifach deutlich, als Tim von einer Gruppe Journalisten und Kinder umringt wird. Denn einerseits hatte hier RG die beiden Rabauken Stups und Steppke, seine anderen Cartoon-Charaktere, ins Bild gezeichnet und damit einen Kreuzungspunkt zwischen zwei Comics geschaffen. Im Hintergrund jedoch unterhalten sich zwei Bahnarbeiter und der eine fragt, wer ist das denn? Und der andere antwortet, das ist Tintin, der Reporter von Le Petit Vingtième, er ist unterwegs in den Kongo. Hier wird also auch eine Anspielung auf unsere Realität gemacht, als ob Tim eine reale Person ist. Dieser Kunstgriff kam in den darauffolgenden Bänden nur selten vor, doch in dem redaktionellen Teil von Le Petit Vingtième und später in dem Tintin-Magazin war dies eine gängige Praxis. Tim sprach da häufig direkt zum Publikum und beantwortete auch Leserbriefe. Hier muss man auch kurz festhalten, dass heute Tim in Kongo in zwei Versionen existiert. Die ursprüngliche Ausgabe begann zum ersten Mal am 5. Juni 1930 im Le Petit Vingtième zu erscheinen. Doch 1946, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, zeichnete RG diese Geschichte neu, um sie entsprechend kolorieren zu können. Die farbige Version entstand also in einer Zeit, als RG bereits an den sieben Kristallkugeln und dem Sonnentempel arbeitete. Also in einer ganz anderen kreativen Phase in seinem Leben. Zu diesem Zeitpunkt waren seit der schwarz-weißen Originalausgabe 16 Jahre vergangen. Nicht nur RGs Zeichenstil hatte sich massiv verbessert, sondern auch die gesellschaftliche Wahrnehmung der Welt. Der Zweite Weltkrieg hatte dazwischen gelegen und die Menschen sahen plötzlich viele Aspekte der menschlichen Natur mit anderen, moderneren Augen. Die Nachkriegszeit ist eine große Ära des Umdenkens. RG versuchte dem Rechnung zu tragen, indem er viele Veränderungen in der farbigen Version vornahm, da er verstanden hatte, dass damals in 1930 seine Sicht der Afrikaner nicht gerade fein war. Die Welt hatte sich weiterentwickelt. Doch einige der Veränderungen waren weniger Korrekturen als Updates.
So wurden die beiden Bahnarbeiter im ersten Bild gegen die Detektive Schulze und Schulze ausgetauscht und der Bezug auf Le Petit Vingtième wurde entfernt, da die Zeitung mit der Besatzung Belgiens durch die deutschen Nazis eingestellt wurde. Der Satz machte also 1946 wenig Sinn. Die Einfügung der beiden Meisterdetektive ins Bild ist amüsant, denn chronologisch gesehen kennt Tim die beiden zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. In 1930 waren sie noch gar nicht erfunden. Auch findet man in der farbigen Version von 1946 ein Selbstporträt von Hergé als Reporter mit Notizblock. Und hinter ihm steht der Zeichner Edgar Pierre Jacobs, der Hergé damals intensiv bei der Erstellung neuer Tintin-Abenteuer assistierte. Dies ist auch einer der wenigen Bände, die Tim als einen Journalisten präsentieren, sogar mit Kamera. Die Idee eines rasenden Reporters war etwas, woran Hergé zügig die Lust verlor. Es war wohl auch das Aufkommen der Boulevardpresse, das ihm seinen einstigen Traumberuf vergehlt hatte. So tauchen von da an bei Tim und Struppi Journalisten eher als negativ besetzte Gestalten auf. Entweder als aufdringliche Paparazzi oder als Autoren, die es mit der Ehrlichkeit nicht sehr genau nahmen. Tintin selbst brauchte den Beruf nicht mehr, um aufregende Dinge zu erleben. Fortan fand ihn das Abenteuer auch so. Die ersten 14 Seiten des zweiten Bandes sind nur der Überfahrt gewidmet und spielen sich also auf dem Schiff ab. Struppi hat hier eine Begegnung mit einer Spinne, einem Papagei und einem Hai. Interessanterweise sollten ausgerechnet diese drei Tiere in den darauffolgenden Jahrzehnten noch öfters Teil der Handlung sein. Insbesondere Papageien scheinen es Hergé angetan zu haben. In einer Prügelei zwischen Struppi und dem Papagei experimentiert Hergé mit der damals noch neuen Cartoon-Dynamik. Heute mag das alles gewöhnlich erscheinen, doch in 1930 war da eine Menge Neuland dabei, das davon Hergé betreten wurde. Tim muss an einer Stelle über Bord springen, um Struppi vor dem Ertrinken zu retten. Hier stoßen wir auf etwas Neues. Nach der Rettungsaktion dösen Tim und Struppi entspannt auf einem Liegestuhl auf dem Deck des Passagierschiffes. Während Tim im Lande der Sowjets in einer unaufhörlichen Hektik gestaltet wurde, entdeckt Hergé, dass zu einer Geschichte auch Augenblicke absoluter Ruhe gehören. In diese Stimmung hinein würde er in der Zukunft einige seiner besten Paneele zaubern. Im Kongo angekommen, wird Tim von einer jubelnden Menschenmenge empfangen. Hier wird bereits die propagandistische Strategie von Abbé Vallès deutlich, der weiße Belgier soll im Hafen euphorisch begrüßt werden. Ich habe in der vergangenen Episode bereits erzählt, dass Belgien um das Jahr 1900 eine große Wirtschaftsmacht war, die eine Menge Bodenschätze exportieren konnte und auch eine internationale Web- und Stoffindustrie besaß. Doch der Erste Weltkrieg beließ das Land in finanziellem Tiefwasser. Das Königreich war de facto bankrott. Für Belgien gab es jedoch einen Trumpf im Ärmel. Das Land besaß eine riesige Kolonie in Afrika, Belgisch-Kongo. Mochte man das Land schon vorher gehörig ausgequetscht haben, nun beutete man es erst recht nach Strich und Faden aus, um für die heimischen Defizite aufzukommen. Zu Hause verkauften Zeitungen wie das Le Vingtième Siècle das schiefe Bild von den beliebten Weißen, über deren Präsenz sich die primitiven Wilden freuten. Niemand wollte sehen, dass das afrikanische Gebiet mit abscheulichen Methoden verwaltet wurde. Tim im Lande des Sowjets war noch ein recht chaotisches Unterfangen. Nachdem man sämtliche Paneele aus Le Petit Vingtième zu einem Comic-Heft zusammengefasst hatte, zeichnete sich kaum eine kohärente Geschichte ab. Das versucht Hergé bei Tim im Kongo zu verändern. Es gelingt einigermaßen, doch auch dieser Band ist erstmal nur eine Strecke aus relativ sinnentleerten Sketchen und gelegentlich geschmacklosem Klamauk. Und doch zeichnen sich bereits interessante Bemühungen ab, eine komplexere Geschichte zu erzählen. Das wird mehr zum Ende des Heftes deutlich, als ein korrupter Handlanger des Chicagoer Unterweltbosses Al Capone Tim in die Quere kommt, mit dem Ziel, das Land auszubeuten. Die Ironie, dass ein Belgier daran Anstoß nimmt, lässt sich an dieser Stelle nicht leugnen. Doch es deutet auch eine Richtung an, die Hergé noch lange verfolgen wird. Tintins Antagonisten werden häufig Mitglieder des organisierten Verbrechens sein, Drogenschmuggler, Geldfälscher oder auch mal Sklaventreiber. Wenn heute allerdings von Tim im Kongo gesprochen wird, so geschieht dies vor allem im Kontext der drei ethischen Missgriffe, die sich Hergé hier geleistet hatte. Erstens, da ist zuerst sein Umgang mit der Tierwelt Afrikas. Tim hat ein Gewehr dabei und er ballert sich den Weg durch die Savanne. Er erschießt unzählige Gazellen, erledigt einen Bullen mit einer Steinschleuder, tötet einen Schimpansen, um ihm sein Fell abzuziehen, drangsaliert Löwen, Elefanten und Krokodile. Er ist sich auch nicht zu schade, um mit Elfenbein auf der Schulter durchs Dorf zu spazieren.
In der Originalversion jagt Tim sogar ein Nashorn in recht abscheulicher Art und Weise in die Luft. In der kolorierten Version von 1946 ließ Hergé eine solche Schandtat schnell unter den Tisch fallen, doch die restliche Safari bleibt für die Nachwelt bestehen. Hier müssen wir allerdings auch innehalten und uns die Frage stellen, ob wir nun eine solche Welt ausschließlich auf eine postmoderne Weise betrachten wollen und damit eine universelle Ethik oder zumindest das, was wir heute für universell halten, auch auf Tim anwenden. Oder akzeptieren wir Tim im Kongo als ein Produkt seiner Zeit? In 1930, als der kaum 23-jährige Hergé diese Geschichte zeichnet, hatten die Menschen eine ganz andere Einstellung zu Tieren. Gerade die Europäer waren von der christlichen Vorstellung geprägt, dass die Natur und die Tierwelt ein Teil der göttlichen Schöpfung sind, mit dem einzigen Zweck, dem Menschen untertan zu sein. Für eine Menge Dummköpfe und betuchter Spinner gilt das bis heute. Doch die ruchlosen Safaris des 19. und 20. Jahrhunderts, die Millionen Tiere nur zur menschlichen Belustigung das Leben gekostet haben, kann man nicht ausschließlich der Religion ankreiden. In jenen Jahren schwang auch der Descartesche Dualismus mit und damit die gefestigte Überzeugung, dass Tiere seelenlose biologische Maschinen sind und ihnen Leid anzutun sei an sich nichts Besonderes. Doch wie gesagt, Hergé war zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt und seine Selbstentdeckungsreise hatte erst begonnen. In seinem Herzen wohnte in Wirklichkeit ein großer Tierfreund und in den folgenden Bänden war sein Umgang mit der Tierwelt deutlich sensibler. Zweiter Punkt, die Kirche. Die Missionierung der Welt war noch nie ein ruhmreiches Thema, insbesondere dann nicht, wenn es um die Integrität der einheimischen Kulturen geht, die da plötzlich dem christlichen Dogma ausgesetzt waren. Gerade Belgisch-Kongo wurde hier in Mitleidenschaft gezogen und katholische und evangelische Missionare wetteiferten um die afrikanischen Schäfchen mit allerlei fragwürdigen Methoden. In der Geschichte wird Tim von einem Missionar gerettet und begleitet ihn in seiner Mission. Dort gibt der rasende Reporter sogar einige Unterrichtsstunden in der Missionsschule. Hier finden wir eine der signifikanten Veränderungen zwischen alter und neuer Version. In der alten Schwarz-Weiß-Ausgabe bringt Tim den Schwarzen die Wichtigkeit von Belgien nahe. In der Neuversion beließ man es lieber bei sehr simpler Mathematik. Von da an ist Tims Welt eine säkulare. Religion spielt bei Tim und Struppi kaum eine Rolle, außer als Leinwand für allerlei paranormale Interessen, die in späteren Jahren Hergé beschäftigt haben. Während Tintin in den ersten Bänden noch allerlei religionsgefärbte Ausrufe von sich gibt, belässt man es in der Zukunft lieber bei dem schlichten Sapristi. Und schließlich der dritte Punkt, die Darstellung der Afrikaner selbst. Hier liegt natürlich der schwerwiegendste Kritikpunkt, der Tim im Kongo entgegengebracht wird. Da ist erstmal die sehr stereotype visuelle Darstellung der Schwarzen mit übertrieben dicken Lippen und dem Sprechen in Infinitiven. Das kann man heute als sehr unglücklich betrachten. Dass eine solche Darstellung rassistisch ist, daran besteht nicht einmal der Hauch eines Zweifels. Ungeachtet dessen, ob dies nun aus chauvinistischer Bosheit oder jugendlicher Unwissenheit geschah. An dieser Stelle muss man anmerken, dass Hergé bezüglich seiner Figuren ein Karikaturist war und er somit alle Figuren recht übertrieben zeichnete. Die Weißen genauso wie die Asiaten oder die Lateinamerikaner. Doch seine Verfehlung hier liegt nicht so sehr in den dicken Lippen, sondern in der Tatsache, dass Tim in dieser Geschichte mindestens 50 schwarzen Afrikanern begegnet und sie sehen alle gleich aus, als wären sie Klone. Doch auch inhaltlich stößt Tims Umgang mit den Eingeborenen dem heutigen Auge auf. Tim gängelt und belehrt die Schwarzen. An einer Stelle verfällt er geradezu ins Herrische und wird zu einem Schinder. Das damals gängige Klischee des faulen, infantilen Schwarzen wird hier schamlos bedient. Wenn er gerade keine Tiere quält oder Afrikaner anschreit, lässt sich Tim wie ein Kolonialherr in einer Sänfte tragen. Hergés Rassismus ist streng genommen paternalistisch. Die meiste Zeit hält Tim die Afrikaner für tolle Leute, nur eben infantil und recht faul. Hasstiraden wie in seinem ersten Band finden wir hier nicht. Dass Tim im Kongo keine chauvinistische Bosheit war, dafür spricht Hergés Biografie selbst. War es nun jugendliche Dummheit, die Unreflektiertheit eines aufstrebenden Künstlers, der sich fest im Griff des erzkonservativen, teils rechtsradikalen Establishments befand? Eindeutig. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man wegen diesem Heft Hergé eine Generalabsage erteilen muss. Es ist ein zentraler Wesenszug der Jugend, Dummheiten zu begehen. Wer jung war und keine Dummheiten begangen hat, der hat möglicherweise gar nicht richtig gelebt. Es ist auch sehr einfach, den Humanismus zu predigen, wenn man das Privileg hatte, in einem humanistischen Umfeld aufgewachsen zu sein.
Doch Hergé musste sich seine moderne Weltsicht viel härter erarbeiten als wir, begann durch seine persönliche Reise, verglichen mit uns, an einem viel ungünstigeren Ausgangspunkt. Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, das waren Alltagsthemen, die Hergé und jeden anderen Belgier seiner Generation geprägt haben. Aber Hergé ganz aus der Verantwortung zu nehmen, weil 1930 alle Europäer kolonialistische Rassisten waren, das verbietet sich leider auch, denn so ganz war es nicht. So hatte der spätere Literaturnobelpreisträger André Gide bereits 3 Jahre zuvor sein Buch Voyage au Congo veröffentlicht und dort heftigst das kolonialistische Benehmen der Weißen angeprangert. Und der französische Journalist Albert Londres, den Hergé bewundert hatte und der als eine der frühen Blaupausen für die Erschaffung des rasenden Reporters Tim gegolten hatte, schrieb nur ein Jahr zuvor das Buch Terre d'Ébène, das Land des Ebenholzes, in dem er die schrecklichen Zustände beim Bau der Kongo-Ocean-Bahnstrecke publik machte, ausgerechnet jene Bahnstrecke, in der Tim die faulen Schwarzen zusammenstaucht, weil sie ihm nicht schnell genug gearbeitet haben. Hergé hatte somit die Mittel, mehr zu erfahren. Er tat es nicht. Und ja, er war ein junger Mann, fest im Griff von Abbé Vallès. Doch wie der Biograf Pierre Azoulin richtig feststellt, war dies kein Umfeld, an dem Hergé zu ersticken drohte. Im Gegenteil, er fühlte sich dort wohl und es spricht wenig dafür, dass er sich wie eine Puppe auf Fäden von Abbé Vallès manipulieren ließ. Hergé war Vallès auf alle Tage dankbar, dass er ihm diesen Job gab, bei dem er das machen konnte, was ihm wirklich Spaß machte. Am Käfig gerüttelt wurde da in keinster Weise. An dieser einen Stelle war Hergé nicht imstande, den zukunftsweisenden Zeitgeist zu erkennen. Und mochte er ihn auch geahnt haben, sich in dieser Sache quer zu Vallès zu stellen und seinen Job zu verlieren, wäre für den jungen Zeichner undenkbar gewesen. Und man muss festhalten, dass die belgische Gesellschaft ihn dafür nicht bestraft hatte. Tim im Kongo war wie der Vorgänger ein riesiger Erfolg. Erneut wurde Tintins Rückkehr aus dem Kongo im Geschrei von Menschenmassen gefeiert. Erneut wurde ein Darsteller wie Tim verkleidet und ein weißer Terrier aus einem Tierheim ausgeliehen. Doch diesmal musste Abbé Vallès keine Pfadfinder anheuern, damit diese die Menschenmenge mimten. Die Fans waren längst Realität geworden. Im selben Jahr kamen aus Frankreich die Vertreter des Cœur Vaillant, zu Deutsch Mutige Herzen, an. Cœur Vaillant war eine katholische Jugendzeitschrift, ebenfalls von einem Priester herausgegeben. Die Veröffentlichungsrechte für den französischen Markt wurden erworben. Für Hergé war dies eine positive Aufbruchszeit. Ja, Tim im Kongo ist philosophisch gesehen ein massiver Fehlgriff. Aber die Geschwindigkeit, mit der sich Hergé von da an aus dem ideologischen Morast seiner eigenen Herkunft befreit, verdient auch Anerkennung. Natürlich, an seiner inhärenten Abscheulichkeit verliert Tim im Kongo nichts. Michael Farr schreibt an dieser Stelle über Hergé: Sehr viel später, als ihm die kongolesische Unternehmung peinlich geworden war und er sich Rassismusvorwürfen ausgesetzt sah, brachte Hergé in einem seiner Interviews mit Numa Sadoul folgende Erklärung vor. Wie bei Tim im Lande des Sowjets war ich auch beim Kongo voller Vorurteile, die aus dem bürgerlichen Milieu stammten, in dem ich verkehrte. 1930 wusste ich über diese Leute nur das, was sich die Leute zu jener Zeit erzählten. Die Afrikaner sind wie große Kinder. Sie können sich glücklich schätzen, dass wir jetzt da sind und so weiter. Und so habe ich diese Afrikaner gezeichnet im reinsten paternalistischen Geist, ganz so, wie er in jenen Jahren in Belgien vorherrschte. In Deutschland erschien dieser Band erst im Jahr 1976, also mit Jahrzehnten Verspätung. Zu problematisch fand man im Nachkriegsdeutschland die behandelten Themen. Ich habe eingangs gesagt, dass ich immer 3 Paneele raussuchen möchte, die mir in dem jeweiligen Band am besten gefallen. Das ist hier relativ schwierig, da Tim im Kongo noch lange nicht über jene charmanten Darstellungen verfügt, die da noch kommen sollten. Und das gilt insbesondere für die schwarz-weiße Originalversion. So wähle ich hierbei aus der neuen Version das große Bild auf der Seite 37. Ungeachtet seines etwas fragwürdigen Inhalts besitzt es ein stimmungsvolles Setting. Das Bild wird von einem schönen Baum dominiert. Tintinologisch relevant ist sicherlich, dass die Menschen auf dem Boot ein echtes kongolesisches Lied singen. Dies ist also auch der Anfang einer tieferen Rechercheleistung, die Hergé fortan einbringen würde. Das 2. Panel wählte ich ebenfalls aus dem schwarz-weißen Original von 1930. Hier stürzt Tim und sein schurkischer Gegner nach einem Kampf von einer Klippe. Der Stil des Originals ist noch recht krude, doch man erkennt hier bereits den Sinn für Bewegung und Dynamik.
Das dritte Bild ist weniger auffällig. Ich wählte hier die Variante aus der neueren farbigen Fassung. Tim liest ein geheimes Schreiben seiner Gegner und blickt dabei recht finster. Die Zeichnung ist einfach, aber ziemlich perfekt. Bezüglich einer Bewertung oder eines Ratings, wie es die Angloamerikaner sagen, gebe ich hier einen von 5 Sternen. Es ist die niedrigste Bewertung, die es in dieser Reihe geben wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde gerne zu Rate ziehen, dass Hergé sich hier gegenüber dem Vorgänger weiterentwickelt hat und grundsätzlich die Dynamik der Geschichte etwas besser gestaltet. Doch Tims abscheuliches Verhalten gegenüber der afrikanischen Natur und die eindimensionale Darstellung der Afrikaner machen dieses Werk heute recht unverdaulich. Tim im Kongo ist zum Glück keine besonders gute Geschichte. Und so muss niemand mit sich hadern, wenn es um die paternalistischen und rassistischen Momente geht. Es gänzlich abzulehnen, ist nichts Ungewöhnliches oder Zweifelhaftes. Letztendlich ist es ein Band, der für die Sammler zur Vervollständigung ihres Archivs interessant ist. Oder für die Tintinologen zum Verständnis dieses spezifischen Abschnitts in Hergés Leben. Für jemanden, der Tim und Struppi erst kennenlernen möchte, ist von Tim im Kongo geradezu abzuraten. Es wurde bereits häufig darüber diskutiert, ob man denn ein solches Heft heute Kindern zumuten kann. Nun, ein Schmuckstück des Kinderzimmers ist es eindeutig nicht. Dafür ist sicherlich eine schöne Ausgabe von Reiseziel Mond oder Tim in Tibet besser geeignet. Es aus den Kinderzimmern zu bannen, erscheint mir jedoch problematisch. Ich denke, da darf man nicht in den recht erbärmlichen Fluten der Political Correctness ertrinken, die uns allen heute bis zum Hals steigen. Ich finde, Tim im Kongo kann zu einer Gelegenheit für ein Gespräch zwischen Eltern und Kind werden. Ich würde es einem Kind nicht kommentarlos in die Hand drücken, doch es der Jugend vorzuenthalten, erscheint mir absurd. Wenn die Erziehung ihres Kindes auch nur ansatzweise etwas taugt, wird Tim im Kongo ihren Nachwuchs nicht aus der Bahn werfen. Im Gegenteil, es steckt eine Chance darin, etwas über die Vergangenheit zu erfahren und die relevante Frage darüber, wohin wir als Gesellschaft streben. Und dass jeder imstande ist, innerlich zu wachsen und seinen Horizont zu erweitern. Was bleibt, sind Jugendsünden.